Ja, herzlich willkommen heute Nachmittag. Ich freue mich jetzt natürlich, Ihnen gemeinsam mit der Alex Bittele einen Blick in die Zukunft zu wagen, wo uns die Infrastruktur hinführen wird. Ich würde aber, bevor wir in die Zukunft blicken, sicherlich auch gerne noch mal kurz unsere beiden Organisationen vorstellen und auch das Portfolio und wie wir investieren. Und dann auch noch mal einen kurzen Rückblick zusammen mit der Alexandra machen, wie die BVKI Infrastrukturportfolio aufgebaut hat. Weil natürlich dieser Rückblick dann glaube ich, auch Ihnen allen helfen wird, unser Gespräch in die Zukunft hinein in den richtigen Kontext zu setzen. Die Vorstellung hatte ja schon dankenderweise, wurde ja schon übernommen. Deswegen würde ich jetzt direkt in Medias Res einsteigen und dich, Alexandra, bitten, kurz das BVK-Portfolio zu beschreiben. Genau, also es schließt ja sehr gut an den Vortrag, den wir heute Vormittag gehört haben, an, wie die BVK eben 2008 einer der ersten institutionellen Investoren waren, die eben groß in die Assetklasse Infrastruktur eingestiegen ist, obwohl es eben damals noch nicht klar war, ob es überhaupt eine eigene Assetklasse ist oder wo es überhaupt hingehört. Dementsprechend freut mich, dass wir jetzt diesen Anschlussvortrag mehr über die aktuellen Themen quasi und den Ausblick ein bisschen geben dürfen. Genau, vielleicht zwei Sätze zur BVK. Wir sind eine öffentliche Versorgungseinrichtung in Deutschland, verwalten 100 Milliarden. Davon im Infrastrukturbereich sind eben 5 Milliarden an Marktwert allokiert. Das wird aus einem Team von 9 Investmentmanagern verwaltet, wobei wir nicht nur Infrastruktur investieren aus diesem Team heraus, sondern eben auch Private Equity und Timber. Und Private Equity mit 10% die größte Allokation ist. Genau, regional, wie Sie sehen, ist auch sehr breit diversifiziert. Wir haben auch von Anfang an global angefangen zu investieren und haben hier eben jetzt keine Homebase in Deutschland oder da irgendwie eine Überallokation, sondern sind da sehr marktnah quasi aufgestellt. Herzlichen Dank. Vielleicht darf ich kurz auch noch einen Überblick zur Partners Group geben. Wir sind ein internationaler Asset Manager, beheimatet ursprünglich in der Schweiz. Ungefähr 150 Milliarden under Management, die Infrastruktur mit 25 Milliarden, eine kleine, aber auch bei uns sehr stark wachsende Anlageklasse. Auch wir sind global aufgestellt und wir werden sicherlich auf die Themen auch gleich nochmal eingehen, warum eine globale Diversifizierung ein interessanter Aspekt auch einer Infrastruktur Anlagestrategie ist. Wir arbeiten im Team mit über 100 infrastrukturdedizierten Kollegen zusammen weltweit und haben dann zusätzlich noch über 150 Industrieexperten, mit denen wir nicht on the payroll, sondern teilweise exklusiv, teilweise in sehr, sehr langen partnerschaftlichen Beziehungen zusammenarbeiten, die uns unterstützen, bei gerade den Direktinvestitionen dann die operative Werttreibung nach vorne zu treiben. Ich würde aber trotzdem gerne auch hier Deutschland zu gegebenem Anlass auch nochmal herausstellen, dass wir in den letzten Jahren auch hier in Deutschland in der Infrastruktur sehr aktiv investiert haben. Sehr, sehr viel im Energiebereich. Da gibt es hier in Deutschland sicherlich viele Opportunitäten, um es positiv zu formulieren. Und hier haben wir im Bereich der erneuerbaren Energien, der Low Carbon Fuels mit einem Flüssiggas-Import-Terminal in Stade und einem erneuerbaren Energieentwickler, sowie mit der Biogene, einer Biogasplattform, über die letzten Jahre hier Investitionen tätigen dürfen, wo wir sicherlich stolz sind, die uns natürlich auch ermöglichen, die Versorgungssicherheit und die Dekarbonisierung auch im deutschen Netz über die Zeit dann auch darstellen zu können. Alex, vielleicht kannst du ein bisschen über die Historie etwas tiefer einsteigen, wie das Portfolio gewachsen ist hin zu diesen doch sehr beeindruckenden 5 Milliarden? Ja. Und wie du über diese Entwicklung auch nachdenkst. Ja, sehr gerne. Also hier sieht man ganz gut, wie wir eben dann Ende 2023 bei den 5 Milliarden angekommen sind. Eben von 2008 doch ein sehr starker Anstieg über die Zeit. Das lag zum einen daran, dass eine Infrastruktur als Allokation quasi im BVK-Gesamtportfolio gestiegen ist. Also in der letzten strategischen Planung wurde auch unsere Zielquote nochmal erhöht auf 5,5% von ursprünglich 4,5%. Und natürlich ist auch das Kapitalanlagevolumen von der BVK insgesamt natürlich sehr stark gestiegen und damit eben Infrastruktur auch mitgewachsen, sodass wir jetzt Stand heute über 14 verschiedene Manager investiert sind auf der Infrastrukturseite, 35 verschiedene Fonds und Separate Managed Accounts und eben bei den 5 Milliarden stehen. Darf ich vielleicht kurz eine Zwischenfrage? Die Erhöhung der strategischen Asset-Allokation bei euch um 1%, was waren da die Hintergründe, dass die Entscheidung getroffen wurde?
Ja, also zum einen bietet Infrastruktur aus unserer Sicht eben sehr interessantes Risikorenditeprofil. Und ich glaube auch, dass was eben Infrastruktur lange zugesagt wurde, eben dieser Inflationsschutz und die stabilen Cashflows, die man daraus erzielen kann, dass das eben was war, was Infrastruktur in den letzten Jahren sehr gut zeigen konnte. Und dementsprechend wurde dann auch die Allokation nochmal erhöht. Wie habt ihr denn das 5 Milliarden Infrastrukturportfolio, sicherlich eins der größten in Deutschland, aufgebaut über die Zeit? Genau, also auf der nächsten Folie sieht man so ganz kurz quasi, wie wir da hingekommen sind, haben eben 2008 angefangen, in Infrastruktur zu investieren, mit einer größeren Allokation bei Dachfonds. Seit 2014 investieren wir nicht mehr über Dachfonds, sondern nur noch direkt in Fonds. 2016 waren wir sicherlich auch relativ früh mit dabei, auch mit unseren bestehenden Partnern eben auch schon Co-Investments zu tätigen und haben 2020 auch ein dezidiertes Infrastruktur-Sekundärmarktmandat aufgelegt, wo wir wahrscheinlich auch unter den relativ früh mit dabei waren, dafür eine dezidierte Allokation vorherzusehen in der Strategie. Und eben seit 2022 machen wir auch Co-Investments nicht nur mit bestehenden Partnern, sondern auch mit anderen und haben uns letztes Jahr eben auch den Markt von sektorspezifischen Fonds sehr genau angeschaut und da eben auch einige im erneuerbaren Energien- und Energy Transition-Bereich sowie auch digitale Infrastruktur angeschaut und eben auch letztendlich investiert. Das ist so ein bisschen zum Werdegang. Und vielleicht jetzt nochmal genau auf das Portfolio heute eingehend. Die 5 Milliarden, wie teilen die sich im Moment auf, auch von der Risikoallokation her? Ja, genau. Also insgesamt kann man natürlich im Infrastrukturbereich von Core bis Value-Add opportunistisch alles investieren. Wir sind da tatsächlich ein bisschen risikoreicher aufgestellt mit einer 30% Allokation zu Value-Add und nur einer 9% Allokation zu klassischen Core-Infrastruktur-Assets. Das hängt zum einen damit zusammen, dass wir eben ja viele der interessanten Infrastruktur-Opportunitäten auch im Ausbau von Infrastruktur sehen und damit eben auch natürlich ein bisschen höheres Risikoprofil einhergeht, aber eben auch regulatorisch bedingt, dadurch, dass es Teil einer begrenzten Risikokapital-Risikoquote ist, die eben auch mit Aktien und Private Equity, also höherrenditigen Anlageklassen konkurriert, da eben auch eine höhere Renditeerwartung mit einhergeht. Genau, jetzt wollen wir Sie auch nicht so sehr langweilen damit, sondern wollen eigentlich auf das viel interessantere Thema eingehen, und zwar den Infrastrukturmarkt und wie wir den aktuell sehen. Ich erzähle Ihnen sicherlich auch nichts Neues, hatten wir heute Vormittag auch schon, wie stark die Infrastruktur als Anlageklasse eben gewachsen ist über den letzten 10 bis 12 Jahren. Wir hatten hier eine Verzehnfachung über 1 Trillion Asset Class und eben auch in den nächsten Jahren sehen wir hier noch einiges an Wachstum. Und das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass Infrastruktur sehr, sehr breit gefasst ist, viele Sektoren auch darunter fallen, und ein Sektor, der da bestimmt gerade in aller Munde ist, ist ja auch die digitale Infrastruktur und Rechenzentren. Und hier eben gerade durch die künstliche Intelligenz natürlich sehr viel Nachfrage nach Rechenzentren und sehr viel eben auch ein Hype darum. Und hier die Frage an dich, Esther, wie du den Markt siehst, im Sinne von gibt es hier auch Parallelen irgendwie zum Fiber-to-the-Home-Markt, der vor ein paar Jahren ja auch sehr stark nachgefragt wurde, wo sehr teuer dann eingekauft wurde? Sehen wir das ähnlich auf der Seite der Rechenzentren, dass eben die Einstiegspreise sehr stark gestiegen sind und die Zeiten der einfachen Rendite, sag ich mal, dass man irgendwie am Ende einen netten Uplift hat, im Exit-Multiple vorbei sind? Oder wo siehst du oder wo seht ihr hier noch Opportunitäten auch im Markt von Rechenzentren? Ja, gerne. Also ist natürlich wahr, dass das Thema heute in aller Munde liegt, und ich glaube absolut, wenn man auch sich im Detail anschaut, wie die Procurement-Strategien für die verschiedenen großen Datencenter-Anbieter im Moment aussehen, was die sich vornehmen über die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre, dann absolut wird auch hier die Nachfrage weiterhin nach oben gehen. Aber man muss das natürlich korrelieren damit, dass auf der anderen Seite, wenn ich mir anschaue, wie viele Entwickler gibt es, die diesen Markt auch identifiziert haben, die sagen, da möchten wir jetzt Anlagen, Rechenzentren reinentwickeln. Wie viele Firmen gibt es, die natürlich untereinander auch für diese Nachfrage von den großen Hyperscalern konkurrieren, dann ist es, glaube ich, schon so, dass man auch in dem Bereich trotz des wirklich fundamental positiven des Verhältnisses trotzdem relativ genau hinschauen muss und sicherstellen muss, dass die Rechenzentren, die man heute ins Portfolio aufnimmt, die Entwickler und Betreiber, die man heute backt, dass die nicht nur heute ein Portfolio haben, das attraktiv ist
und das gute Nachfrage erlebt, sondern dass sie auch aufgestellt sind, über die nächsten 5 bis 10 Jahre dieses Portfolio zu verteidigen, sage ich mal, in allen Fällen, aber idealerweise natürlich auch noch weiter positiv auszubauen. Und da finde ich für mich ganz interessant, ist wieder ein Punkt, wo ein anderes großes Thema im Infrastrukturbereich, die Energiewende und die Dekarbonisierung, natürlich direkt sich verzahnt mit den Rechenzentren. Weil am Ende, wenn ich mir anschaue, was wird eigentlich in den Rechenzentren getan, was passiert dort, und es ist ein Nutzen von Energie als Input, und der Output am Ende ist Daten und Compute. Und das ist ein heute fundamental treibender Faktor, dessen, wo sich heute ein Datencenter-Kunde überlegt, wo möchte ich in den nächsten 15 Jahren eigentlich mein Portfolio an Compute tatsächlich dann nachher auch dargestellt sehen. Und da geht es im Endeffekt natürlich um die digitalen Verbindungen, dass man die Daten dann tatsächlich auch transportieren kann. Aber es geht essentiell und eventuell sogar noch essentieller als die reine digitale Connectivity, geht es darum, woher bekomme ich die Energie, wie viel kostet sie mich und, immer wichtiger, wie nachhaltig ist die Energie? Das heißt, das ist sicherlich ein Bereich, wo es gilt, neben dem positiven thematischen Rückenwind, den man hier wirklich genießen kann, genau zu prüfen, bottom-up, habe ich Assets, die auch langfristig gut positioniert sein können, weil nur so kannst du am Ende sicherstellen, dass du auf der Exit-Seite keine große Exit-Multiple-Exposure dann hast. Ja, das hast du auch schon ein zweites Thema angesprochen, was vielleicht sogar noch mehr in aller Munde ist als Rechenzentren, und zwar ist das erneuerbare Energien und Energy Transition Investments, wobei hier natürlich angefangen schon vor vielen Jahren eben diese klassischen Solar- und Windprojekte, die wir gesehen haben, aber jetzt eben sehr weit ausgeweitet auch durch Batteriespeicher Investments in Unternehmen, die eben die flexible Nachfrage regeln, aber auch weitere Dekarbonisierungsthemen. Und hier ist auch zumindest aus unserer Perspektive, gerade bei den klassischen Energie-, Wind- und Solarinvestments, muss man eben sehr genau hinschauen, ob das Risiko-Rendite-Verhältnis noch passt aus unserer Sicht. Und aber auch gerade bei den, und dann wiederum bei den Energy Transition Investment-Themen, möchte man auch nicht auf das Label Energy Transition reinfallen und irgendwelche Risiken nehmen, die gerade eben bei diesen neuen Investment-Themen oft mit dazukommen, wie irgendwelche Technologierisiken oder ist die Technologie schon, oder gibt es einen guten Markt dafür, ist es schon kommerziell genug? Und daher jetzt auch die Frage an dich, Esa, wie siehst du das Thema Energy Transition, Dekarbonisierung? Wo siehst du hier Opportunitäten? Wie geht ihr das an? Ja, also ich glaube, wie du schon richtig angesprochen hast, ich glaube, die Einzelprojekte, wenn man sie wirklich benchmarkt über verschiedene Regionen und verschiedene Technologien hin, weisen natürlich schon über die Zeit in einigen Bereichen höhere Risiken, aber gleichzeitig auch teilweise niedere Renditen auf, die erwirtschaftet werden können. Ich denke, hier ähnlich wie bei einem Gesamtportfolio ist ein interessanter Aspekt, sich anzuschauen, ist es mir möglich, hier über verschiedene Technologien und verschiedene Regionen zu diversifizieren? Das bedeutet, dass ich vielleicht mich wegbewege von meiner Single Asset Exposure in einem einzigen regulatorischen Umfeld und schaue, kann ich mir ein Portfolio aufbauen von jemandem, vielleicht zum Beispiel einen erneuerbaren Energienentwickler und Betreiber, wo ich dann über die Zeit einige Assets habe, die in der Produktion sind, einige Assets habe, die im Bau sind, vielleicht noch einige Assets habe, die in der Entwicklung sind und hier jeweils auch zwischen verschiedenen Energiemärkten, Regulierungsmärkten so aufgestellt bin, dass wenn in einem Markt es mal wieder etwas länger dauert, das ist zum Beispiel in den letzten Jahren hier in Deutschland passiert, wo einfach die Bauprozesse, die Permitting-Prozesse länger dauern, aber ich dann gleichzeitig auf der anderen Seite ein sehr positives Marktumfeld habe, wo ich dann auch beschleunigen kann, zum Beispiel in einigen nordischen Märkten. Und wenn man dann wirklich aufgestellt ist auf der Investitionsseite in einer Art und Weise, dass man entweder im Portfolio oder teilweise auch in den Einzelanlagen selber hier diversifiziert ist, kann man natürlich sehr viel flexibler auf diese sich ändernde Marktumfeld eingehen. Hier vielleicht noch ein Punkt, den ich wirklich herausstreichen möchte, nicht nur bei den erneuerbaren Energien, die nur ein sehr kleiner Teil der Dekarbonisierung der Energiewende sind, sondern allgemein bei Infrastrukturanlagen, glaube ich, dass das jetzige Marktumfeld, in dem wir uns bewegen, ist ein deutlich volatileres und es wird auch meiner Meinung nach volatiler bleiben über die nächsten Jahre. Das ist einerseits dem Zinsumfeld, dem Inflationsumfeld geschuldet, das ist andererseits der geopolitischen Situation geschuldet.
Und ich glaube, das ist ein Thema, das uns sicherlich auf der, in der Selektion und dann auch in der Art und Weise, wie wir unsere Portfolien zusammenstellen oder wie ihr eure Portfolien zusammenstellt und wie wir dann als aktiver Manager auf der anderen Seite versuchen, in den Assets selber Optionalitäten zu kreieren, um uns für diese Volatilität richtig aufzustellen. Ich glaube, das ist sicherlich ein wichtiger Punkt, auch nach vorne gehend. Ja, und jetzt vielleicht noch als Gegenfrage, gibt es denn auch irgendwelche Sektoren, wo ihr sagt, also da ist uns das Risiko aktuell noch zu hoch im Thema Energy Transition, dass ihr da erstmal lieber die Finger davon lasst? Ja, vielleicht greife ich ein Beispiel raus, weil ich denke, ganz die Finger davon lassen von dem, was neu kommt, wo die Innovation liegt, das funktioniert auch nicht, weil dann habe ich ja über die Zeit dann auch eventuell das Problem, dass ich disruptive Entwicklungen nicht schnell genug sehe und mein Portfolio dann nicht darauf ausrichten kann. Aber man muss natürlich schauen, wie kann ich balanciert mit relativ minimem Risiko trotz allem lernen und verstehen, wie sich zum Beispiel eine neue Technologie verhalten wird. Ein Beispiel, das ich rausgreifen würde, weil es auch ein Beispiel ist, das glaube ich im Munde der oder im Kopf der Investoren auch vielfach verankert ist, das Thema Wasserstoff. Vor allen Dingen der grüne Wasserstoff als Teil einer industriellen Dekarbonisierungsstrategie. Ich glaube, hier ist es so, und wir haben das Thema thematisch bei der Partners Group seit über 5 Jahren bereits analysiert und sind da zum Schluss gekommen, dass, wenn ich es mir global anschaue, dann gibt es vielleicht eine Handvoll, zwei Handvoll Projekte, die unserer Meinung nach, unserer Einschätzung nach, wenn man das Marktumfeld anschaut, die Offtake-Situation anschaut, die bautechnischen und betreibungstechnischen Risiken anschaut, man vielleicht ein, zwei Handvoll an Projekten global, wo wir sagen, da gehen wir davon aus, dass über die nächsten 3 bis 5 Jahre diese Projekte am Markt kompetitiv sein können, also entweder über direkte Offtakes oder über Subventionierungen oder beides. Und wo wir sagen, die tatsächlichen Late-Stage-Development-, Konstruktions- und Betriebsrisiken sind so, dass sie sich aktiv auch managen lassen. Und dann muss ich natürlich sagen, wenn ich thematisch investieren möchte und ich möchte die Möglichkeit haben, auch im Anlageausschuss 4, 5, 6, 7 verschiedene Opportunitäten miteinander vergleichen zu können, um zu sagen, in dieser Auswahl finde ich hier, habe ich besseres Risikorenditeverhältnis als da, dann sind natürlich 2 Handvoll Opportunitäten die nächsten paar Jahre global gesehen ein relativ kleiner Pool. Deswegen haben wir uns entschieden, und das ist wirklich viel auch an thematischer Arbeit, die da reingeflossen ist, zu sagen, erstmal ist das ein Bereich, in dem wir jetzt nicht direkt als eine Single Line in unserem Portfolio investieren möchten. Aber trotz allem ist es natürlich ein sehr, sehr relevanter Teil auch der Dekarbonisierungsstrategien vieler, vieler verschiedener Länder. Und dann kann man natürlich wiederum schauen, im Bestandsportfolio gibt es hier eine Möglichkeit, über eine bestehende Portfoliofirma zu lernen, vielleicht die Möglichkeit zu haben, in einem kleinen Partnership-Bereich oder strategischen Bereich investiert zu sein, um, wenn dann diese Projekte tatsächlich in der Zukunft auch marktfähig sind, dann den Vorteil durch die Portfoliofirma zu haben. Ich hatte eben gesprochen über das Flüssiggasterminal, das wir in Stade errichten dürfen im Moment. Hier haben wir mit unseren strategischen Abnahmepartnern bereits ein Letter of Intent unterschrieben, um zu prüfen, ob wir hier ein Upgrade vornehmen können, um grünen Ammoniak einzuführen und importieren, was im Ende ein Derivatprodukt von grünem Wasserstoff ist. Und durch diese Entwicklung sehen wir natürlich auch, wo bewegt sich der industrielle Abnahmemarkt dann tatsächlich hin. Und ich glaube, in der Art und Weise kann man die Klumpenrisiken der neuen Technologien vielleicht im Direktlinienportfolio ausklammern, aber trotz allem hat man den Vorteil, dass man sich der Innovation nicht verschließt. Und ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Aspekt. Absolut. Super spannend, was du über den Markt erzählst. Vielleicht treten wir noch mal kurz einen Schritt zurück. Jetzt haben wir so ein paar Hype-Themen oder irgendwie sexy Infrastruktur-Investment-Themen abgedeckt. Jetzt möchte ich vielleicht auch noch mal ein bisschen darüber reden, wie man denn überhaupt in Infrastruktur investieren kann. Also ich hatte ja vorhin auch schon kurz angesprochen, dass wir eben 2020 auch das erste Mal ein dezidiertes Sekundärmarktmandat für Infrastrukturopportunitäten eben aufgesetzt haben. Damals war so ein bisschen der Hintergrund, dass man sich erhofft hatte, irgendwie durch die Corona-Krise irgendwelche Distressed-Opportunitäten dadurch daran zu partizipieren. Das hat sich dann tatsächlich erstmal so nicht realisiert. Nichtsdestotrotz ist natürlich der Sekundärmarkt auch ein super stark wachsender Markt, natürlich als Abbild vom Primärmarkt. Aktuell ungefähr 1,5% von dem, was wir auf dem Primärmarkt sehen, und eben auch mit der Erwartung, dass das weiter steigt.
Genau, Esther, wie seht ihr denn hier die Opportunitäten am Sekundärmarkt, beziehungsweise man spricht ja auch immer viel über Discounts am Sekundärmarkt, wo wir auch irgendwie gerade zwischen 5-10% am Markt sehen. Ist das was bei euch irgendwie auf der Liste ganz weit oben steht in der Due Diligence, oder auf was guckt ihr bei den Sekundärmarkttransaktionen? Ja, gerne. Also ich glaube, das, was du angesprochen hast, dass der Sekundärmarkt in den nächsten Monaten und nach vorne blickend heraus deutlich interessanter wird, kann ich nur so absolut bestätigen. Das sehen wir auf der einen Seite natürlich beim Transaktionsvolumen, dass wir tatsächlich von oben in unserem Sekundäropportunitäten-Funnel sehen. Das ist deutlich breiter geworden über die letzten 18 Monate, deutlich mehr Transaktionen, die wir im Markt sehen, aber natürlich auch auf der anderen Seite und auch im Austausch mit vielen von Ihnen heute über Tag, ist klar, dass auch auf der LP-Seite natürlich aktiver heute über das Portfolio-Konstruktion über die nächsten Monate und Jahre nachgedacht wird. Und ich glaube, dieser Faktor treibt wirklich im Moment an, dass wir hier einen sehr, sehr aktiven Markt sehen. Das ist im ersten Schritt natürlich Good News, wenn man auf der Käuferseite steht, weil man hier natürlich auch die Möglichkeiten hat, in einem breiteren Feld dann auch die Opportunitäten anzugehen und auch hier wieder relative Value zu schauen, wo habe ich den richtigen Mix aus Rendite, Möglichkeiten und Risiko. Und ich glaube, hier ist sicherlich Discount zu NAV ein relevanter Datenpunkt. Es ist aber in meiner Erfahrung, und ich schaue da zurück, mein Team bei der Partners Group ist schon sehr, sehr lange im Sekundärmarkt sehr erfolgreich unterwegs. Und wenn wir empirisch zurückschauen, was treibt die Rendite, hat die Rendite historisch in unserem Sekundärportfolio getrieben, dann ist es deutlich weniger signifikant, welcher Abschlag bezahlt wurde, sondern was am Ende wirklich signifikant ist, ist inwiefern die unterliegenden Portfolio tatsächlich at or above underwriting, also praktisch zu unserem Base Case oder besser performt haben, und wie es dann den Managern gelingt, diese Portfolien dann auch in Linie oder teilweise auch noch schneller zu veräußern, als das ursprünglich so vorgesehen wurde. Wenn man sich das mal anschaut, mathematisch gesehen, ist es ja völlig klar, wenn ich 5-10% Discount über die Zeit unwind, ich habe aber auf der anderen Seite 18, 24 Monate Verzögerungen, Assets tatsächlich in den Markt und in die Liquidität umzusetzen, gleichzeitig vielleicht noch ein komplexeres und schwierigeres Exit-Umfeld, dann glaube ich, dann ist natürlich da dann auch rein mathematisch gesehen die Rendite dann nicht unbedingt gegeben. Also ich glaube, ein reiner Abschlag an sich ist noch kein Garant für Renditegenerierung, sondern es geht wirklich darum, in heute einem sehr viel attraktiveren Markt, weil sie einfach sehr, sehr viel mehr Transaktionsvolumen haben, immer noch zu schauen in die unterliegenden Portfolien und zu sagen, wo kann ich hier nach vorne blickend Sicherheit haben, dass der Manager oder die Manager dann auch das erwirtschaften werden, was ich beim Underwriting dann auch annehme. Jetzt hast du auch nochmal einen interessanten Punkt angesprochen mit dem Timing von Exits quasi, dass die natürlich in der Sekundärmarkttransaktion im Underwriting eine Vorhersage treffen und eben damit auch die Rendite natürlich letztendlich dann am Ende des Tages steht und fällt. Und Exits ist natürlich irgendwas, was in diesem Umfeld aktuell uns auch alle beschäftigt, beziehungsweise eher auch die Verzögerung der Exits. Und da quasi auch von unserer Seite aus die Frage, wie ihr das Exit-Umfeld sieht. Man hört oft von den Managern, dass eben, ja, die Exits, die kommen, letztes Jahr kamen sie dann irgendwie alle Ende letzten Jahres, jetzt sollen sie Ende diesen Jahres oder zumindest in der zweiten Hälfte kommen. Wie seht ihr denn hier die Diskussionen am Markt, wenn ihr versucht, Assets zu verkaufen, oder seht ihr hier, dass noch der Hauptfaktor irgendwie eine Valuation Gap ist zwischen Bid und Ask Spread, was der Käufer, was der Verkäufer möchte, oder wo sind gerade so die Diskussions- und Punkte und was erwartet ihr dann für dieses Jahr an Exit-Aktivitäten am Markt? Ja, also ich denke, das, was wir im Markt im Moment sehen, ist sicherlich erhöhte Aktivität. Absolut. Also es gibt mehr Verkaufsprozesse im Moment, die in der Exekution sind oder in der Planung sind, als wir das vor 12, 18 Monaten gesehen haben. Haben wir gesehen, dass die Exit-Prozesse sich wieder beschleunigen? Nein.
Ich glaube, dass Exit-Prozesse heute länger dauern, als sie das vor 2, 3 Jahren taten. Ich glaube, das ist eine Marktrealität, die uns auch noch einige Zeit begleiten wird. Ich glaube, die andere Frage, die du gestellt hast, sehen wir, dass die Bid-Ask-Spreads sich so weit annähern, dass Transaktionsaktivität wieder auf das Level, das wir vor 2, 3 Jahren hatten, hochgehen wird. Auch da glaube ich, der Markt ist weiterhin in der Findungsphase. Ja, wir haben auf der einen Seite, und man muss sich nur hier unseren Graph anschauen, wo sich der Infrastrukturmarkt bis heute hin entwickelt hat, eine Verzehnfachung über die letzten 10 Jahre, davon aber doch signifikantes Wachstum in den letzten 3 Jahren. Ich meine, ein Großteil dieses Geldes ist heute noch uninvestiert. Das heißt, es ist wirklich Dry Powder, der von Managern verantwortet wird. Was diese Manager heute sehen, uns eingeschlossen, ist deutlich mehr Aktivität. Das heißt, man hat hier auch ein breiteres Spektrum an Möglichkeiten, die man analysieren kann. Und hier auch, glaube ich, viele Manager heute haben die Zeit, die Niedrigtransaktionsaktivitätszeit genutzt, um wirklich auch zu überlegen, in welchen Bereichen, wo möchte ich investieren, welche Assets sind für mich interessant und wie stelle ich mich auf. Das heißt, ich habe heute in meinen Exit-Prozessen normalerweise weniger Interessenten, aber die Interessenten, die ich habe, sind deutlich informierter über die Assets, die wir an den Markt bringen. Das heißt, da hat man eigentlich den Vorteil, dass man zwar sich die Zeit nehmen muss und die Prozesse auch vernünftig strukturieren muss, aber man kommt dann doch, glaube ich, häufiger als das vielleicht noch vor einigen Monaten war, dann auch schlussendlich zum Abschluss. Wird es auch im jetzigen Umfeld weiterhin Exit-Prozesse geben, die nicht umgesetzt werden, weil sich am Ende, wenn man sich am Ende nicht trifft mit Preis und Angebot? Ja, ich glaube, das wird auch weiterhin so sein. Und auch da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, also wir sehen jetzt irgendwo eine riesen Exit-Welle, die erfolgreich umgesetzt wird in den nächsten 12 bis 18 Monaten. Ich glaube, wir werden viele Assets sehen, die an den Markt gebracht werden, aber nicht alle werden gehandelt werden. Wie stellt ihr denn sicher, dass ihr nicht in so einer Situation landet, dass man letztendlich einen Exit-Prozess anstößt und am Ende dann gar keinen Käufer findet? Wird da viel vorab schon geklärt oder quasi kommuniziert, auch was für eine Preisvorstellung man mitgehen könnte? Oder was ist da eure Herangehensweise? Ja, also ich wünschte, ich könnte das ausschließen, dass ich am Ende mich nicht in der Situation finde. Aber man kann natürlich schauen, dass man in der Planung der Exit-Prozesse, die vernünftig aufgleist, dass man interessierten Bietern genügend Informationen zur Verfügung stellt, dass sie wirklich auch in ihren eigenen Anlageausschüssen die Grundabklärungen schaffen können, dass man eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo man wirklich intensiv in eine Due Diligence einsteigt, wo dann auch das Management sehr stark eingebunden wird und dementsprechend das Core-Business also jetzt nicht leidet, aber einfach etwas weniger Fokus hat. Ich denke, bevor man wirklich in so eine Situation kommt, sollte man schon relativ klar auch abgesteckt haben mit idealerweise einer Gruppe an interessierten Bietern, dass es sowohl auf der Preis- und Angebotsseite eine Möglichkeit gibt, zusammenzufinden, dass aber auch auf der anderen Seite wirklich die fundamentale thematische Due Diligence passiert ist. Dass es dann wirklich nachher nur noch darum geht, bottom-up anzuschauen, die Firma, die Zahlen, die auf der juristischen Seite, dass sozusagen da alles in Ordnung ist. Also sozusagen eine eher confirmatory Due Diligence. Und ich denke, gerade vor diesem zweiten Schritt, da braucht es Disziplin und da braucht es auch Entscheidungsfreudigkeit auf unserer Seite dann zu sagen, vielleicht jetzt nicht. Und ich glaube am Ende, und das ist sicherlich unser Anspruch, den wir glaube ich auch bis jetzt ganz gut umgesetzt haben, wenn die Infrastrukturanlage, das Infrastrukturbusiness eine wirklich essentielle Rolle hat in der Gesellschaft, in der Industrie und eine Daseinsberechtigung hat und profitabel betrieben werden kann, dann ist die Entscheidung, verkaufe ich heute oder halte ich und gehe den Markt nochmal in einem Jahr, 2 Jahren, 3 Jahren. Eine ganz andere, als wenn Sie nicht sicher sind, wird das Marktumfeld das Asset so in 1, 2, 3 Jahren bewerten oder eventuell negativer. Das heißt, wenn ich am Ende weiß, ich habe zum Beispiel, wir haben jetzt über die letzten 12, 18 Monate haben wir schrittweise einen Anteil an einem Offshore-Windpark verkauft.
da ist es uns sehr leicht gefallen zu sagen, wir sind jetzt, wir warten, bis der richtige Preis sich auch darstellen lässt, weil natürlich das Asset hat unheimlich erfolgreich produziert, sehr, sehr hohe Dividenden ausgeschüttet. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ein Offshore-Windpark vor einer europäischen Küste. Sehr, sehr großer Windpark, über 700 Megawatt. Produziert 80% der Zeit wie ein Baseload-Kohlekraftwerk. Das ist sehr, sehr wertvoll, wenn Sie einen Grid managen müssen, der gewohnt ist, 100% Baseload vorhersehbare Energie zu bekommen. Das hat einen intrinsischen Wert, dieses Asset. Das heißt, wenn ich heute sehe, der Markt gibt mir nicht das, was ich auch aufgrund meiner Comparables-Analyse und so weiter denke, ist der richtige Wert für dieses Asset, dann kann ich es halten und habe den Vorteil von 10, 11, 12, 13% Rendite. Und ich glaube, das ist am Ende, weil keiner von uns kann den Markt vorhersehen. Keiner von uns kann die Entscheidungswege und Entscheidungsfindungen der möglichen Käufer abschließend vorhersehen. Aber was wir tun können, ist, dass wir schauen, wir wollen Assets halten, bauen, aufbauen, die dann auch langfristig gehalten werden können und interessante Renditen operativ dann auch auszahlen können. Ja, aber das sind doch auch sehr positive Worte jetzt zum Schluss und auch, was du jetzt über den Exit-Markt erzählt hast, klingt alles recht positiv. Das heißt, ich freue mich, auch hier nochmal vielleicht in 15 Jahren stehen zu dürfen und dann über die nächsten 15 Jahre Infrastruktur-Assets-Anlage berichten zu dürfen, vielleicht auch zusammen wieder mit dir, Esther. Ja. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn es Fragen gibt, gerne stellen. Schön. Das war eine freundliche Aufforderung, hier Fragen zu stellen. Und noch keiner traut sich, hier die Hand zu heben. Ich will sagen, K.O. Aha. Hier hinten, hinten rechts eine Frage. Gut. Wenn Sie von Wenn Sie von Infrastruktur sprechen, ist das rein Infrastructure Equity oder auch inklusive Infrastructure Debt? Bei uns ist es tatsächlich getrennt. Also wir in unserem Team machen nur Infrastructure Equity. Ich würde auch sagen, das ist der Fokus von dem, was wir machen. Wir haben ein Alternative Fixed Income Team, was auch in geringeren Umfeld auch in Infrastructure Debt investiert. Aber aus unserem Team heraus, also die 5 Milliarden sind rein Infrastructure Equity. Okay, vielen Dank.